Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich ein wenig über das Thema Selbstbetrug auf der Twin Flame Journey im Dualseelenprozess sprechen und ich gebe vorab schon einmal den Hinweis, wenn dich irgendetwas stört, was ich in diesem Video sage, dann gibt es an deinem Computer, an deinem Handy jederzeit die Möglichkeit auszusteigen, das Video zu beenden oder sogar den Kanal zu deabonnieren. Allerdings bin ich nicht da, um dir Honig ums Maul zu schmieren, auch wenn du das vielleicht auf der einen oder anderen Seite in deinem Leben gewöhnt bist, sondern ich bin tatsächlich hier, um dir bei deiner eigenen Reise zu deiner Union mit deinem geliebten Herzensmenschen weiterzuhelfen. Deswegen kann es jetzt vielleicht etwas unbequem werden. Ich greife jetzt heute mal ein bisschen auf verschiedene Erfahrungen zurück, die ich so mit Klienten und Klientinnen gemacht habe. Und als allererstes nehme ich mal ein Beispiel. Da hat eine Klientin einen Begleitzeitraum bei mir gebucht und ich hatte keinerlei Informationen über die Klientin, wo die in ihrem Prozess steht, wie lange die schon unterwegs ist und was aktuell so ihre Herausforderungen sind. Und das Erste, was die Klientin bei mir gebucht hatte, war ein Channeling, also eine Botschaft von Gott über das aktuelle Thema, die aktuelle Blockade. Und anschließend hat die Klientin einen Termin gebucht, um genau dieses Channeling durchzusprechen. Und während der Session kam es dann zur Sprache von der Klientin, dass diese Themen ja bereits schon gelöst sind. Also sie hat sich das schon mit irgendjemand anderem angeschaut. Und sie hat mir nicht gesagt, wer das war. Und für mich ist das auch nicht relevant. Und im Laufe der verschiedenen Sitzungen hat sich dann ein Verhalten der Klientin gegenüber ihrem Herzensmenschen herauskristallisiert. Und ich fange jetzt nicht an mit den Begriffen Gefühlsklärer und Loslasser. Du könntest jetzt nach diesem Beispiel diese Klientin in eine Schublade stecken. Also ist sie die Loslasserin oder ist sie der Gefühlsklärer, wenn das deinem Verstand hilft. Um weiterzumachen, es ging darum, dass die Klientin sich sehr darüber geärgert hat, immer und immer wieder, dass ihr Herzensmensch sich nur dann bei ihr meldet, wenn es ihm gerade passt, wenn er gerade Zeit hat und sobald sie einen Vorschlag macht, kommt das Treffen nicht zustande oder er meldet sich nicht mehr. Und es gab dann eine Situation, die die Klientin geschildert hat. Worum ging es da nochmal? Genau, sie hat gesagt, dass dann ihr Herzensmensch angerufen hat. Und ich habe gefragt, wie hast du denn reagiert? Also wie ist es weitergegangen? Und sie erzählte dann, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist. Und ich habe sie dann gefragt, weshalb sie nicht ans Telefon gegangen ist. Und hat sie gesagt, nee, sie ist da nicht dran gegangen, sie hatte da keine Lust drauf, mit ihm dann zu sprechen. Jetzt, wo er sich dann wieder meldet, soll sie quasi springen. Und dann habe ich sie gefragt, was denn noch so weiter in ihr vorgegangen ist. Und ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Das, was sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, war eben, dass sie mit diesem Verhalten, also ich gehe nichts
ans Telefon, ja, wenn er sich meldet, oder ich reagiere nicht auf Anrufe oder Nachrichten, wenn er sich meldet, dass dahinter eine Manipulation, nenne ich es mal, eine Manipulation steckt. Und zwar wird durch dieses manipulative Verhalten versucht, die Kontrolle zu behalten. Also das sind solche Machtspiele, ja, die das Ego dann macht. Ich zeige dir jetzt mal, wo der Hase langläuft, so ungefähr. Und ich tanze nicht immer nach deiner Pfeife. Und das, was sie kritisiert hat bei ihrem Herzensmenschen, dass er sich nur dann meldet, wenn es ihm gerade passt. Und sie soll dann springen und darauf reagieren. Das hat sie im Umkehrschluss genauso getan. Und das war dann sehr unangenehm für die Klientin. Und ich spüre das, also ich bekomme das mit, ob dann da die Mauer vom Ego wieder hochgeht und man sich den eigenen Schatten tatsächlich angucken kann. Oder ob das Ego das eben abblockt. Und die Klientin hatte dann nach Ablauf der Sitzungen mir noch mitgeteilt, dass sie jetzt erstmal Urlaub macht und danach neue Termine bucht. Und ich kann das spüren, dass da in dem Fall keine neuen Termine dann zustande kommen, weil eben durch die Gabe, die ich habe, also die Situation ohne Information vorher von der Klientin zu haben, ohne ein Gespräch mit der Klientin vorher gehabt zu haben, die hat sich bestätigt, also das, was die Quelle, was Gott, das höhere Selbst durchgegeben hat, das hat sich im Laufe dieser Sitzungen, dieser Termine quasi nochmal bestätigt. Und eine interessante Information, die Spirit mir dann noch gegeben hat, die hätte ich nicht gebraucht, aber manchmal kommen die Dinge dann zu mir. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe, als an meinem Handy zu sitzen oder am Computer zu sitzen und irgendwelchen Menschen oder Klienten hinterher zu spionieren. Ja, dafür ist mir meine Zeit zu wertvoll, dafür bin ich mir zu wertvoll. Und dafür ist auch die Arbeit, die ich mache, mit denen, die tatsächlich wollen, viel, viel zu wertvoll und zu wichtig. Ja? Und was dann eben passiert ist, ich habe eine Information von Spirit bekommen in Form eines Videos, wo eben genau diese Klientin, die mit mir zusammengearbeitet hat, ein Feedback hinterlassen hat. Und dort auf diesem Kanal bei dieser Person ja, das Feedback hinterlassen hat, dass sie jetzt nach 5 Monaten oder 6 Monaten mit ihrem Prozess ja durch ist. Und manchmal weiß ich dann nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Manchmal könnte ich auch beides machen. Doch es ist so, dass das natürlich eine Form der Selbsttäuschung ist. Und jetzt ist die Frage, woher weiß ich das? Naja, zum einen, ich bin selber da durchgegangen. Man dreht diese Schleifen ein paar Mal, bis man merkt, ah scheiße, da hat das Ego mich wieder verarscht. Ja? Und ich habe dann überlegt, ob ich darauf reagieren soll oder nicht. Und ich habe der
Ex-Klientin dann tatsächlich eine E-Mail zukommen lassen, dass ich die Information bekommen habe, so und so. Und dass ich tatsächlich nicht mehr gewillt bin, in persönlicher Form mit der Klientin zu arbeiten. Das heißt, auch ich kann mir in dem Fall aussuchen, ob ich mit jemandem arbeiten möchte oder nicht. Das ist auch das, warum ich für längere Begleitzeiträume immer ein vorheriges Gespräch führe, denn es muss auch für mich stimmen. Ja? Wenn du so eine einzelne Session buchst, eine Stunde oder zwei Stunden, dann brauchen wir das nicht. Ja? Aber wenn du länger mit mir zusammenarbeiten möchtest, weil ich spüre das. Ja? Ich kann deine Energie spüren. Und meistens kriege ich auch schon da ganz viele Informationen, weil alles ist Energie und das überträgt sich. Selbst wenn du mir eine WhatsApp schreibst, wo ich zum nächsten Punkt komme. Manchmal bekomme ich Nachrichten, da versuchen dann die Damen etwas aus mir herauszuquetschen. Also schon irgendwelche Informationen kostenfrei zu bekommen. Ja, was bedeutet denn dies? Was bedeutet denn jenes? Was hat er denn gefühlt? Kannst du dazu was sagen? Und auch da gehe ich nicht wirklich drauf ein. Und wenn diese Damen dann sagen, ja, okay, ich buche dann einen Termin bei dir, dann setze ich mich nicht vorher dahin, ja, bevor nicht der Termin tatsächlich gebucht ist, ja, und die Zahlung auch eingegangen ist, ja, weil du gehst auch nicht ins Geschäft und nimmst dir einfach irgendwelche Dinge so mit, ohne dass du bezahlt hast, ja, also Dienstleistungen und Waren, ohne dass du bezahlt hast, dann passiert da nichts. Also ich setze mich dann nicht dahin, ah ja, ich kriege da jetzt eine Anfrage rein und dann setze ich mich hin, lege die Karten oder Channel. Und ich muss im Nachhinein immer schmunzeln, weil das ist eine Form tatsächlich der Selbsttäuschung. Und das schließt darauf an, oder du kannst ja das Video nochmal angucken, nehmen. Ja? Warum nehmen auf Dauer nicht glücklich macht. Ja? Das sind Dinge, du versuchst eben manipulativ etwas zu erreichen, eine Information zu bekommen, ein bestimmtes Verhalten zu erzielen oder zu erzwingen. Und das sind oft Dinge, die dann an anderen kritisiert werden. Und gerade auf der Dualseelenreise, der Twin Flame Journey, ist es dann so, dass das am Gegenüber kritisiert wird. Und der Arme oder die Arme ist aber dann darin gefangen, dieses Scheißspiel so lange mitzumachen, ja, und dir immer und immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise oder auf verschiedene Arten dein Thema zu zeigen, ja, und reflektiert zurück, sorry, falsche Richtung, so nicht. Ja, und das ist auf einer Seite verständlich, ja, dass der Mensch oder der Verstand reagiert eben so, denn es ist halt unangenehm, durch diese Dinge zu gehen, ja, sich die eigenen Themen mal tatsächlich anzugucken, in der eigenen, ich sage es auf gut Deutsch gesagt, in der eigenen Scheiße zu wühlen, tief zu tauchen, um zu gucken, ah, okay, was sind denn eigentlich so meine Muster, was sind meine Glaubenssätze, wie ist eigentlich mein Verhalten gegenüber anderen Menschen, ja, denn die ganze Welt ist ein Spiegel, ja, und dein göttlich-männliches Gegenstück, und dann spreche ich nicht von dem physischen Körper, ja, ich betone das immer wieder, es geht um die Energie, weil der eine trägt mehr die göttlich-weibliche Energie in sich, der andere mehr die göttlich-männliche Energie, und beide Energien trägst du in dir, und
wenn du eben an diesen Themen nicht arbeitest, das sind ungesunde Anteile in dir selbst, entweder in deiner weiblichen Energie oder in deiner männlichen Energie, dann werden sie nicht geklärt. Also man muss eben in diesem Prozess, ja, in dem Erwachens- und Aufstiegs-Dualseelenprozess, ja, Einheitsprozess, musst du eben diese Dinge klären, ja. Und da gehe ich nochmal drauf ein, auf den Post, den ich auch da bei YouTube im Community-Post geteilt habe. Das passiert nicht einfach so, ja, weil wenn du tatsächlich deiner Dualseele, deinem Twin Flame begegnet bist, ja, und du könntest auch diese ganzen Begriffe Dualseele und Twin Flame eliminieren, ja, weil auch das sind nur Wörter für den Verstand, um in irgendeiner Art und Weise das irgendwie zu verstehen, was da vor sich geht, ja. Wenn du dir diese Dinge halt nicht anguckst und sie klärst, dann passiert bei deinem Gegenüber auch nichts. Denn wenn du tatsächlich dir selbst, also dir selbst inkarniert in einem anderen Körper begegnet bist, und du veränderst nichts bei dir, also du klärst die Dinge nicht bei dir, und der andere ist du, dann passiert da bei dem anderen auch nichts, ja. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn das so ein Easy-Peasy-Prozess wäre, ja, so ein Sonntagsspaziergang, dann gäbe es wahrscheinlich nur einen Kanal, ja, der alle Videos, alle Informationen von diesem Prozess hochgeladen hat, ja. Und die ziehst du dir dann rein, ja, oder es gibt ein Buch und dann liest du das Buch. Ah ja, alles klar, ich habe jetzt die ganzen Informationen aus dem Buch, ich habe die Informationen aus dem Video oder aus den Videos. Ich weiß jetzt, wie der Prozess abläuft. Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre das so, ja, dann gäbe es nur einen Kanal. Und ich finde es auch manchmal schade, an dieser Stelle möchte ich das auch erwähnen, das ist einfach die Art, wie ich das sehe, das ist meine Wahrheit, wie auch diejenigen, die auf der Twin Flame Journey als Coaches, Berater, Therapeuten unterwegs sind, ja, und ihre eigenen Communities da haben, wie auch die teilweise gegen andere wettern, ja. Ich habe da das Video gesehen und der hat da drüber gesprochen, ich sehe das nicht so, Dualseelen, Zwillingsflammen und Twin Flames, das ist nicht das Gleiche. Ja, oder wenn sie dann alle, das kann ich aktuell beobachten, auf diesen Zug aufspringen, Escaping Twin Flames, ja, hier Twin Flames Universe, ja, wo ich dann merke, okay, das ist, da springt immer noch mal das Ego von den eigenen Menschen an. Ja, ich habe da was gefunden, da kann ich ein Video drüber machen, ja, dann komme ich vielleicht auch mit den Aufrufzahlen wieder höher oder. Du lässt dich, also oder diejenigen lassen sich dann halt auch wieder auf diese Spielchen ein, ja, und dann gehört das alles dazu, wir sind deswegen alle hier, ja, damit wir eben aus den Dingen, die wir erfahren, lernen. Manchmal dauert das dann ein bisschen länger, bis man daraus was gelernt hat. Aber ich frage mich dann, okay, auch diejenigen, die halt in dieser spirituellen Szene dann unterwegs sind, egal wie sie sich nennen, ja, Certified Ascension Coach, ja, oder
Heilpraktikerin, Heilpraktiker für Psychotherapie, was weiß ich, ja. Und dann aber genauso agieren oder reagieren, ja. Ich meine, ich habe diese Doku gesehen, ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen mit Twin Flames Universe gemacht, ja, aber die behalte ich für mich, ja. Ich hatte schon Kontakt mit anderen Divine Feminines, die haben dann gefragt und dann habe ich meine Erfahrung geteilt. Aber das ist es eben, diese Twin Flame Journey, Dualseelenreise, Erwachens-, Aufstiegs-, Einheitsweg, Prozess, ja, der ist nicht nur, ich habe den oder die getroffen und wir sind jetzt voll in Love. Nee, es geht da um weit, weitaus mehr. Denn dass es dahin erstmal kommen kann, musst du halt die ganze Scheiße erstmal rauslassen. Ja? Alles, was du an Konditionierung aufgenommen hast, alles, was du geglaubt hast, was wahr ist. Ja? Du musst tiefer gucken und nicht nur mit den Augen gucken. Du musst ganz anders gucken. Ja? Und das ist halt eben immer schwierig, das zu erklären, weil jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich habe die und die Erfahrung in dem und dem Bereich gemacht, ja, dann bringt das nichts. Dann hast du eine Information darüber, wie meine Erfahrung gewesen ist. Das heißt aber nicht, dass du das vollkommen verstehen kannst. Und genau darum geht es eben, dass du das eben nicht nur verstandesmäßig verstehst, sondern das tief in dich eindringt. Ja? Und das ist eben mein Punkt auch, wo es schwierig ist, das tatsächlich so voll und ganz zu verstehen. Ich bin da auch oft gewesen, dann immer wieder in so eine mentale Wand gekommen. Ja, okay, da hänge ich wieder fest. Ja? Und es braucht seine Zeit. Ja. Es braucht eben so lange, wie du brauchst. Und was halt oft passiert, ist dieses der andere, der andere, der andere. Und nichts anderes ist das, wenn irgendjemand auf irgendeinem Kanal sagt, aber der hat dies gemacht, das gemacht. Das ist wieder dieses, ich zeige mit dem Finger auf die anderen und vergesse aber dabei, dass vier Finger von meiner Hand eben auf mich selber zeigen. Ja? Und jeder Weg ist eben anders, ja. Jeder muss auf seine Art und Weise die Erfahrung machen. Der eine macht sie härter, der andere macht sie sanfter, ja. Doch man sollte sich halt eben nicht täuschen lassen, ja. Weil genau darum geht es nämlich, von dieser 3D-Illusion, Matrix, wie auch immer du das nennen willst, sich eben davon zu lösen und dein Bewusstsein anzuheben. Und dein Bewusstsein kann sich halt nur anheben, wenn du dich aus dieser Dichte von diesen ganzen Konditionierungen, Glaubenssätzen, Traumata und so weiter löst. Weil das Ding geht noch viel, 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 viel weiter zurück. Ja? Das Video, das ich veröffentlicht hatte zum Initiationsprozess, die Vision, das, was ich durchbekommen habe von Spirit, war, das ging zurück auf den Anfang von Adam und Eva im Paradies. Ja, das ist die tiefere Message dahinter. Und wenn da nicht dahinter geguckt wird, dann bleibt man eben auf einer Ebene halt stecken. Ja, egal was es ist, ja, ich gucke mir die ganze Zeit nur irgendwelche Kartenlegungen an. Ah ja, ich befolge das, was XYZ sagt. Ja, dann du bist nicht eigenständig, du denkst nicht eigenständig und du folgst nicht deiner inneren Stimme. Mir ist das auch passiert, weil es werden Dinge
übernommen, ohne sie zu hinterfragen. Ja? Und ganz, ganz krass habe ich das auch gemerkt beim Kurs im Wundern. Ja? So, ah ja, okay, Lektion so und so. Das wurde vor Anno Tobak mal geschrieben. Ja, aber die Welt hat sich seitdem weiterentwickelt. Ja, es ist auch nicht mehr der Stand wie damals. Alles entwickelt sich weiter. Ja, das Bewusstsein ist schon viel, viel, viel weiter. Und manchmal übernimmt man dann eben auch neue Dinge. Also Dinge, die dann in dich reinsickern und da entsteht ein unbewusster neuer Glaubenssatz draus. Und genau der kreiert wieder deine Realität. Ja? Oder um ein Beispiel zu bringen, es gibt Menschen, die sind nicht auf dieser Dualsinn- oder Twin Flame Journey. Ja? Die richten sich nur nach Joe Dispenza oder keine Ahnung wem. Ja? Und erklären dann, ja, du kannst alles manifestieren, was du willst. Dualsehen gibt's nicht. Jo, gut, dann gibt's keine Dualsehen. Das ist dann die Erfahrung, die derjenige gemacht hat. Und dann meint auch derjenige das nicht böse, weil er teilt seine Erfahrung. Genauso wie ich meine Erfahrung teile. Ja? Nur wenn ich halt immer und immer wieder das Gleiche teile und auch da keine Entwicklung ist und ich wäre jetzt ein Zuschauer, dann würde ich mich fragen, okay, komisch, ich teile immer, also ich gucke mir immer das Gleiche an. Warum gucke ich mir immer das Gleiche an? Das ist keine neue Information. Ja? Und je nachdem, um welches Thema es geht, gerade im Dualseelenprozess, sind das oft auch keine neuen Informationen. Aber wenn ich immer wieder das Gleiche predige, dann bin ich gar nicht offen für was anderes. Ja? Und das ist eben das, was es vielleicht manchmal für mich herausfordernd macht, meine Gabe. Also ich sehe diese Dinge oder ich kriege sie durch, ob ich das will oder nicht. Ja? Ich bin einkaufen oder ich bin auf dem Klo und ich kriege irgendeine Info. Weil alles ist Energie und die geht nicht verloren. Und deswegen bitte ich dich inständig, wenn du nicht mit mir zusammenarbeiten willst, schick mir bitte keine WhatsApp, schick mir keine E-Mail. Ja? Weil sobald du das machst, ist deine Energie schon bei mir. Und dann kommen die Infos. Und ich bin dann hier oder wo auch immer und ich muss das wieder umwandeln. Ich muss das aus meinem System wieder rauskriegen. Wenn du mit mir in Resonanz gehst und mit mir zusammenarbeiten willst und auch mit meinen Videos in Resonanz gehst, dann bitte. Ansonsten, es steht jedem frei, es ist ein freies Land, wir sind alle freie Menschen. Ja? Geh woanders hin, geh dahin, wo du vielleicht Dinge hörst, die dir mehr schmeicheln. Ich bin nicht dazu da, um zu schmeicheln. Und das hat nichts mit Unhöflichkeit oder Sonstigem zu tun. Manchmal tut die Wahrheit halt weh. Und ich kann das auch ruhigen Gewissens sagen, weil ich bin durch die Scheiße durchgeschwommen. Ja. Und das ist mit ein Punkt, warum es so schwer ist, warum Menschen sich generell weiterentwickeln wollen. Ja, oft tun sie das erst, wenn der Schmerz sehr groß ist. Deswegen täusch dich nicht selbst, ja? Und wenn dir auffällt, ich habe mich selber getäuscht, dann bitte geh nicht noch hin und verurteile dich dafür. Nimm es an und lass auch da alle Gefühle, die da zum Hochkommen, fließen. Ja? Ich habe einen kleinen Minikurs gemacht, wie du selbstständig Blockaden lösen kannst, wenn dir da noch die Offenheit fehlt, das tatsächlich
eins zu eins mit irgendjemandem, ja, nicht mit mir, ganz egal, mit irgendjemandem tatsächlich zu machen, wo du sagst, okay, ich fühle mich nicht sicher, also oder ich fühle mich noch nicht so weit, ja, ich möchte das erstmal für mich machen, ich möchte mich langsam daran tasten, dann guck dir den Minikurs an, den gibt es auf meiner Webseite für ein Apfel und ein Ei, ja, und ich hoffe, du konntest jetzt einiges für dich aus diesem Video mitnehmen und ich wünsche dir eine schöne Zeit bei allem, was du machst und bis bald. Deine Mel. Tschüss!